Jo, dann biegen wir mal links ab. So, dann gehst du da die nächste links, nicht? Und wir starten erstmal da hinten bei dem Schloss. Ja, mal gucken, ob das aufzumachen ist, weil Schlüssel gab's hier keine. Sie konnten das Schloss nicht öffnen. Warte mal, jetzt passiert was. This is already unlocked. Ich hab's unlocked. Jetzt bin ich gespannt. Kommen wir hier rein? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Hoffentlich finden wir hier was. Na, was ist denn das? Eine Stangenwaffe. Helle Badedurchtrennung. Das klingt vom Namen ja schon nice. Hoffentlich kann die was. Stärke 40. Ja, die kann was. Oh, geil. Hat sich gelohnt, das hier zu knacken. Packen wir das mal zu den anderen Waffeln. Jetzt bitte noch irgendwie eine coole Rüstung irgendwo. Da ist noch was. Noch eine helle Badewitwe. Welche von den beiden ist denn nun besser? Stärke 44. Stärke 52. Alter, noch geiler. Wenn das jetzt besser ist als die Axt, ne? Ist es. No. Außerdem kann man sich wahrscheinlich damit die Gegner besser vom Hals halten. Ja, hier bleibt's dabei. Das Schwert ist noch am besten. Ich glaube, selbst mit dem ganzen Zeug kommst du nicht... Kommst du nicht auf 3000 Kronen. Aber der Weg bis dahin rein hat sich jetzt schon mal völlig gelohnt. Fette Waffe. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir das andere Schloss auch geknackt kriegen. Ist ja wie Weihnachten. Hey, Moment, wo bin ich denn? Ach, das... Warte mal, hier war ich noch nicht. Oder wie? Zerbrochene Flasche. It crumbled to dust. So, jetzt, genau, da war das nächste Schloss. Mal gucken, ob wir das aufgeknackt kriegen. Und hoffentlich auch nochmal was Geiles finden. Dieses Schloss kann man nicht öffnen. Das ist leider schade. Und das ist auch nicht schon auf. Nee. Scheiße, also dieses Schloss bleibt verschlossen. Jetzt gab es aber ja noch eins. Zwei fette, helle Baden. Genau, jetzt gehen wir da runter. Und dann war das hier ums Eck irgendwie, ne? Oder? Oder nicht? Ah, bin zu früh abgebogen. Okay, da runter und dann immer an der Wand lang, dann komme ich ja mehr oder weniger automatisch da vorbei. So, na dann. Da, hoffentlich kann man das aufmachen. Wie geil wäre das bitte? Scheiße. Okay, aber wir haben wenigstens bei der einen Ecke es geschafft. Dann sind wir, glaube ich, hier erstmal fertig, ne? Ich kann natürlich nochmal gucken. Wenn ich das abspeichere, kriege ich da so viel Geld zusammen, dass ich drei... Never, never. Sicher nicht. Wir gucken mal. Gehen nochmal zum Shop. Speichern vorher ab und gucken nochmal gerade, weil ich bin irgendwie neugierig. Was kostet 3000? Das muss ja dann... Okay, also ich muss einmal kehrt machen. Dann den nächsten Gang rechts. Da hinten kommt man wieder in den Wald. Ja, sonst haben wir eigentlich alles erkundet, ne? Gut.
Und da müssen wir ja doch in den... in den Wald zum Weißen Turm zurück. Ich glaube, schneller ist es da unten lang. So, also. Wo war das noch gerade? Warte mal, die Smaragdklingen bringen ja gar kein Geld. Ja, komm. Let's guck. Scheiße, dass ich die, die Rüstung alle gekauft habe. Oh, verdammt. Hoffentlich wird uns das nicht irgendwann zum Verhängnis, dass da jemand zu schnell stirbt. Ach Mist, ich wollte doch vorher abspeichern. Also nochmal gleich kurzer. Ja, perhaps later. Sichern. So. Schon mal cool, dass wir auf jeden Fall das Schloss geknackt haben und zwei fette helle Baden. Gut. There is something you need. Das kostet wirklich 3000, ja. 3000 Und ich hoffe, das ist einfach auch eine Waffe, die man ausrüstet. Aber ich glaube, ich werde sowieso nicht so viel Geld zusammenkriegen. Das wird nicht klappen. Fine work, except... Das haut niemals hin. Fine work, except... Keine Chance werde ich haben. Has no value. Fine work except. Nein, nein, das langt vorne und hinten nicht. Da muss ich meine Niere noch mitverkaufen. Nee, keine Chance. Ich habe nichts mehr von Wert, was ich verkaufen könnte. This has no value. Nee, ich habe tatsächlich nichts von Wert, außer was ist das? Wie sieht's mit den Karten aus? You need for sell that? Okay, my friend. You need for sell that? Nee, das heißt, das kannst du vergessen. Das kriegst du überhaupt nicht zusammen. Ja, hätte ja mal sein können, aber nee, war keine so gute Idee. Nur so Interesse halber. Ach, scheiße. Wo wir schon dabei sind, ich möchte es einfach nur wissen. Ich habe ja gespeichert. Ich bin einfach bloß neugierig. Was sind die Teile eigentlich wert? So, Victor, mach mir einen guten Preis. Ja, ich bin einfach bloß neugierig. 65 für die Witwe und... Das ist auch sehr merkwürdig, ne? Okay, gut. Wir wissen jetzt Bescheid, würde ich sagen. Dann sollten wir ja bis auf die fehlende Rüstung bestens gerüstet sein. Tun wir das. Okay. Ja, da haben wir ja alles wieder am Start und am Mann und sind mehr oder weniger ausgerüstet. Flüster. Der Schutz ist einfach bitter wenig. Ja, Konrad ist gut gerüstet. Unser Waffenarsenal. Wir wollen mal gucken, wie wir uns damit nachher so schlagen, ne? Heieiei. Okay. Dann auf zum Weißen Turm. Wo wir ja auch schon waren. Ich hoffe mir, im Weißen Turm irgendwo noch eine Rüstung zu finden. Nicht, dass ich mir das jetzt unnötig schwerer gemacht habe.
Sichern Evilwald. Dann wollen wir mal. Wie weit war es doch gerade bis zum Weißen Turm? Ich glaube gar nicht so weit, ne? Ja. Genau, durch die geöffnete Barriere. Ich frage mich, ob diese Waffen jetzt mehr taugen. Aber ich habe ja den Schwierigkeitsgrad auf einfach gelassen jetzt. Wir wollen ja auch mal irgendwann durchkommen. Es ist wahrscheinlich zäh. Warte mal. Achso, da war ich schon. Was war denn das nochmal? Achso, eine Mitteilung. Die. Dieses Piscata 445. Ah. Ich weiß nicht, wo der plötzlich herkam. Okay, das macht's. Der einfachere Schwierigkeitsgrad macht's anscheinend doch schon etwas leichter. Da sind noch mehr. Nichts getroffen. Nichts getroffen, Schnaps gesoffen. Ich glaube, hier war der Weg richtig zum Turm. Ja, ich glaube, das sehe ich schon. Ja, da gehen wir jetzt rein. Da sind wir wieder. Sind wir gespannt. So, ich hoffe, ich kann hier drin nochmal rasten. Da waren ja diese Amazonen oder was, ne? Weißer Turm. Okay. Ich bin noch nicht links gegangen. Gucken mal, ist da was? Da liegt ein Schwert rum. Rapierkralle. Stärke 44. Scheint wenig überzeugend zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine schnelle Angriffsgeschwindigkeit haben könnte. Witzig ist, dass die Dinger alle irgendwie Namen haben. Warte mal, ich will erst mal gucken, wo... Da war ich schon. Warte mal, eine Schriftrolle. War ich da wirklich schon? Mitteilung. Ring for admittance. Einlassring. Das heißt, wir müssen da irgendwie einen Ring deponieren. Die Frage ist nur, wo kriegt man den her? Vielleicht hier hinter der Tür? Auf jeden Fall bewegt sich da hinter der Tür. Ich höre Geräusche. Gibt es gleich einen Kampf? Oh. Wir schlagen Frauen. Was ist das? Oh, ein Schlüssel, der kommt mir bekannt vor. Wir hatten doch irgendwann, als wir hier im Turm unterwegs waren. Langschwert Knirsch. Knirsch? Hier hat alles irgendwie einen Namen. Stärke 44. Die Waffen haben ja alle ganz schöne Namen. Aber ich glaube, so schlagtechnisch haben die nichts drauf, ne? Habe ich hier noch ein bisschen Platz? Räumen wir mal hier ein bisschen auf, so. Okay. Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob man die Sachen dann nachher alle versetzen kann und das gibt dann ordentlich nochmal Kohle. Hier liegt überall Blut. Da habe ich aber jetzt immer noch keinen sogenannten Einlassring gefunden. Diese Tür geht so nicht auf. Was sagt denn hier sonst so der Plan?
Keine Geheimwand an der Stelle. Was war hinter dieser Tür? Okay. Aua war da, wenn man diesen Schalter drückt. Und wenn ich diese Taste drücke, spielt er ein kleines Musikstück. Ich könnte nach oben gehen. Ich kann auch schießen. Ich erkunde erstmal den Rest hier unten. Ja, genau, die haben wir ja auch noch, die Walküre. Ich weiß nur nicht, welche Waffe da besser ist. Das macht ja hier keinen Unterschied in der Schadensanzeige. Walküre oder Erlösung, was nimmt man? Ich meine mal irgendwann gelesen zu haben, dass Walküre die beste Armbrust im Spiel wäre, aber ich bin mir da absolut nicht sicher. Pff, völlig kein Plan. Das wird man wahrscheinlich rausfinden, wenn man die beim Händler versucht zu versetzen. Ich stehe da in der Nähe eines Schalters. Zumindest ist es hier noch nicht so heftig, dass man hier so umlagert wird von irgendwelchen Kackviechern. Ja, lass mich raten, wo dieser Schlüssel passt. Habe ich denn sonst soweit alles hier abgeguckt, wo man so lang gehen kann? Sonst gehe ich erstmal die Karte so ab, würde ich jetzt vorschlagen. Und da ist noch so ein Schloss. Das heißt, es gibt hier mehrere Möglichkeiten offensichtlich. Hm. Gut, und hier ganz in der Nähe sind auch irgendwie diese komischen grünen Schleimviecher. Das hört man jedenfalls. Die slurmen hier so rum. Ja, da sind zwei Schlösser. Okay, und ich bin da rechts noch nicht gegangen. Ja, ja, ich möchte doch erstmal, bevor ich noch irgendwelche Türen aufmache, die Schlösser haben. Oh, irgendwas macht selber hier Türen auf und zu. Da. Slash. Irgendwie habe ich einen Feuerball geschossen. Verschießt meine Armbrust Feuerbälle? Was ist das denn dann bitte? Tatsächlich. Ich verschieße irgendwie... Walküre verschießt Feuerbälle. Was ist denn das für eine geile Armbrust? Das habe ich ja noch gar nicht gepeilt. Ah, nice. Tatsächlich. Die Walküre verschießt Feuerkugeln. Das ist ja geil. Das gefällt mir. Hm. Ein Schlüssel fehlt. Oder kann man das knacken? Na? There is no way to pick this lock. Das heißt, wir brauchen wieder mal einen Schlüssel. Ich habe sowieso das Gefühl, ich habe hier Schlüssel, die ich nicht mehr brauche. Sie konnten das Schloss nicht öffnen. Das heißt aber, es ist Öffnungs... Man könnte es... Ah! What the fuck kommt hier für Zeug an? So, können wir es jetzt dann bitte nochmal versuchen? Tatsache, das Schloss ließ sich knacken. Ja, geil. Nur wozu? Hier gibt's nichts. Welchen Sinn sollte das jetzt haben, dass man dieses Schloss knackt? Fake. Da ist auch kein Schalter. Ja, toll. Und ich habe mir jetzt schon Hoffnung gemacht. Oh, das ist was Geiles. Falsch gedacht. Aber ich hoffe, dass das die Skills erhöht, Schlösser knacken.
Deswegen lasse ich das alles immer schön Bakata machen, weil der hat nämlich schon, der ist kurz vor Gaunerstufe 5. Und ich denke mal, je öfter der da rumprobiert und alle möglichen Schlösser knackt und aufmacht. Oh, da ist noch so eins. Kann mal jemand den Ab. Wenn der Abfluss mal verstopft ist. So, bleibt das dann bitte zu. Ja. Sieht erstmal so aus, als gäbe es nichts weiter hier. Man muss sich dann wirklich überlegen, welche Tür will man mit diesem Schlüssel aufmachen. Ich hab nur den einen. Oh, da ist noch eine Truhe. Die ist bestimmt verschlossen. Hoffen wir mal, dass das Bakata Shop ist. Ja, es ging. Ach, hoffentlich was Geiles drin. Eine fette Rüstung könnte gerne sein. Hätte da was. Das gibt's nicht. Die ist leer. Nein. Und ich habe mir so Hoffnung gemacht, dass man da was Schönes findet. Hä? Was ist das denn für ein Witz? Nein. Ach du Scheiße. Was soll das denn? Man verrate mir den Trick. Das heißt, da geht dann hinter mir die Wand zu, wenn ich das drücke, ne? Gehört das echt so? Das ist ja sehr merkwürdig. Ich glaube, das ist... lassen wir mal, ne? Okay. Jetzt ist die Frage, geht man jetzt eine Treppe hoch oder nicht? Verdammt. Ich habe eine Idee. Ja, ich kann den Schlüssel nutzen, aber ich werde da vorher abspeichern. Warte mal. Wo war denn? Das war im Süden. Nee, das war der Schalter. Und da ging die Tür nicht auf, da kriegtest du nur einen Feuerball angebraten. Wir nehmen jetzt das nächste, wo dieses komische Schloss ist. Das ist da. Und speichern mal ab. Und dann gucken wir uns mal alle diese Dinger genauer an. So, ich hoffe, der Schlüssel passt hier auch. Vielleicht erübrigt sich die Frage nachher sowieso von selbst, weil der Schlüssel gar nicht passt. It does not fit. Aha, das ist nämlich genau das. Okay, also der passt nicht hier. Ist hier irgendwie was, wenn du die Tür zumachst, geht die andere auf oder so? Nö, das hätte ja sein können. Nicht so. Da war auch nichts weiter. Ja, wahrscheinlich kommt man nachher nicht drum herum und muss dann doch. Okay, suchen wir mal das nächste Schloss auf. Da, gucken, passt der hier? It does not fit. Das heißt, der passt sowieso nur in einer Tür. Denn da, ich habe ja drei von denen gesehen, ne? Dann erübrigt sich die Frage, ja sowieso, wenn jetzt nur noch ein Schloss übrig ist. Ich hoffe, dass der Schlüssel da überhaupt passt. Außerdem müssen wir hier irgendwann mal noch einen Ring kriegen. Ja, hier passt der Schlüssel sowieso nicht. Das ist ja ein ganz anderes Schloss.
Ja, wo war denn jetzt nochmal das letzte da? Aha. Ist die Tür jetzt aufgegangen? Na? Jo, ganz offensichtlich. Ich speichere lieber mal ab. Weil man ja nie weiß, was einen hier erwarten kann. Das ist alles sehr merkwürdig. Na, finde Schlüssel. Nimm Schlüssel 1, um Schlüssel 2 zu finden. Tja, ich würde sagen, dann gehen wir nochmal. Der Schlüssel steckt. Dann gehen wir hier nochmal die Ecken ab. Zu den anderen Schlössern. Wo war denn das nochmal gerade? Ich werde mich hier wieder hoffnungslos verlaufen. Weil ich mir ja nichts merken kann. So, passt du hier? It does not fit. Okay. Dann vielleicht ja hier. Passt. Und direkt wirst du hier. Jep. Ja, die Armbrust gefällt mir mit dem Feuerball. Sieht aus, als ob ich da hinten noch jemanden getroffen hätte. Als Antwort kommt hier ein Messer entgegen. Sie wehren sich mit Fußtritten und Handkantenschlägen. Da ist der letzte Schlüssel. Yay. Okay, damit sollten wir auf jeden Fall hier unten die Situation geklärt haben. Da liegen nochmal Dietriche und... Ich frage mich aber, braucht man so viele? Die können anscheinend ja nicht... Anscheinend können die nicht kaputt gehen. Die haben alle dieselbe Stufe, würde ich jetzt mal tippen. Ein ganz normaler Dolch. Ich weiß nicht, ob man den für irgendwas braucht. Oh, das ist jetzt, das wäre jetzt aber doch arch naheliegend, wenn der Schlüssel da passen würde. Ich speichere das mal ab. Das fände ich jetzt fast zu naheliegend. Die Frage ist, würde er denn hier passen? Wäre ich nach rechts gegangen, wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Ja, der würde passen, aber wird diese Tür nicht öffnen. Wir laden nochmal. Wir nehmen den nochmal mit. Und gehen damit zu der anderen Tür, wo noch kein Schlüssel drin steckt. Genau. Wir kommen wieder. Ja, die Triche habe ich mehr als genug. Wahrscheinlich brauche ich so viele gar nicht. Gehen wir nochmal zu dem anderen, wo noch kein... Hier. The key doesn't fit. Okay, das heißt also, es muss so. Interessant. Dann müssen wir doch hier den Schlüssel reinstecken. Ich glaube nicht, dass man mit einem einfachen Dietrich dieses andere Zauberschloss aufmachen kann. Möglicherweise finden wir noch irgendwo einen Schlüssel. Und da hinten war ja auch noch eine Tür. Das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht geht. Ich habe doch da noch eine Tür gesehen. Oder habe ich mich da verguckt? Sieht aus, als ob wir hier unten sonst so weit alles hätten, oder? Muss ich dann doch demnächst die Treppe hochgehen?
Ja, alles andere kriegt man nicht ohne weiteres auf. Ist irgendwie verschlossen.